Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und mit dem heutigen Video gehe ich auf auch eine Frage von euch ein, aber auch sicherlich ein interessantes Thema, wenn es um das Beintraining geht und die unzähligen, scheinbar unzähligen Möglichkeiten, diese zu trainieren. Vor allem dann auch wieder letzten Endes immer auf die gleiche Weise. Denn es gibt gar nicht so viel Variation, wie man denken mag und wie es auch Maschinen gibt im tatsächlichen Bewegungsablauf für den Körper. Und deswegen schauen wir uns heute mal die ganzen Variationen der Beinpresse an und überlegen, gibt es wirklich einen Unterschied? Weil letzten Endes streckt man am Ende immer wieder die Beine aus. Das ist die Bewegung. Wir strecken die Beine. Und da wir hier einen sehr vorgeschriebenen Bewegungsradius haben und immer wieder die ganzen Beine trainieren und schwer nur Akzente setzen können auf vorderes Bein, hinteres Bein und sogar Gesäßmuskulatur, nun ja, wo mag da der Unterschied sein? Denn obwohl es der größte und sicherlich vom Training her anspruchsvollste Muskel ist, weil er am meisten Gewicht bewegen kann, und gerade das stresst den Körper natürlich dann am meisten, wenn wir da sehr stark werden, und weil es auch eine Ausnahmemuskulatur ist, da sie so ziemlich den ganzen Tag einen Dauertonus hat und irgendwo aktiviert wird, zumindest minimal, wenn wir laufen, gehen und so weiter. Das macht die Beine schon speziell und dass eben der gesamte Muskel auch die Antagonisten, die gegenüberliegenden Partien, vorderer und auch hinterer Teil, bei der gleichen Übung trainiert werden. Es gibt keine Übung, wo wir das zum Beispiel mit dem Oberarm vergleichen können, wo Bizeps zur gleichen Zeit trainiert wird mit den Trizeps. Das liegt an der speziellen Physiognomie, das liegt an dem speziellen Aufbau, das liegt vor allem an den Gelenken und wie sie miteinander verbunden sind mit der Muskulatur. Aber darum soll es heute nicht gehen, wir wollen nicht zu trocken werden, sondern wir schauen uns jetzt mal die verschiedenen Maschinen an. Und zwar gibt es vor allem drei Varianten, wovon wir zwei meistens finden. Das kennt ihr. Die eine Variante ist die, wo ihr mehr oder weniger vertikal sitzt und dann entweder euch wegpresst von dem Widerstand oder den Widerstand wegpresst mit den Beinen. Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir so eine typische Beinpresse und zwar das Ganze nicht plate loaded, sondern mit Steckgewichten. Die findet ihr in den meisten Fitnessstudios vor, in Varianten. Das hier ist von Gym 80 die Variation und hier presst ihr euch mit dem Sitz selbst weg. Da schon mal die erste Frage zu beantworten, ist es ein Unterschied, ob ich die Platte wegdrücke oder mich wegdrücke? Nein, überhaupt keiner. Und das geht sogar so weit, dass ihr gar nicht merken würdet, ob ihr euch selbst wegdrückt oder die Platte, sobald ihr die Augen schließt. Dann würdet ihr es gar nicht mehr mitbekommen. Und das macht tatsächlich schon mal keinen Unterschied. Dennoch, das hier ist eine Variante und das ist die vertikale Variante. Ihr kennt sie auch in einer 45-Grad-Schrägen. Dann müsst ihr das Ganze um 45 Grad mit einem Schlitten nach oben drücken. Und da kommt dann schon die erste Frage auf, wo ist da vor allem der Unterschied? Diese Variante schauen wir uns gleich einmal an. Jetzt zunächst erstmal hier. Das Schöne ist bei dieser Variation, dass wir eine unheimlich große Fläche haben. Und das ist somit das Wichtigste, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch eine Maschine aussucht. Eine große Fläche, um die Beine zu positionieren. Umso kleiner diese ist, gerade bei alten Maschinen findet man das oft, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Beine abzustellen, desto weniger Variation könnt ihr reinbringen. Und vor allem, die Variationen sind letzten Endes kein gut oder schlecht, sondern auch hier wieder, wie bei so vielen Sachen, was ich euch ja immer wieder in meinen Videos lehre, mehr eine Sache eures individuellen Körperbaus und eurer Vorlieben. Was passt zu eurem individuellen Körper am besten? Womit kommt ihr am besten zurecht oder baut auch am meisten auf? Das muss man natürlich oft ausprobieren. Manchmal merkt man sehr schnell, die Bewegung liegt mir nicht. Kann aber bedeuten trotzdem, ich sollte besser reinwachsen in diese Übung und in diese Bewegung, denn dann ist sie gut für mich. Nun ja. Hier habt ihr ein großes Feld. Ihr könnt also schauen, wie ihr die Beine schon mal anwinkelt. Das bedeutet, gehen wir hier weiter nach unten, seht ihr bereits, ich bin in einem viel spitzeren Winkel drin. Dazu solltet ihr an der Achillessehne etwas besser gedehnt sein, keine großen Knieprobleme haben, weil der Druck auf die Patellasehne und auf eure Kniescheibe und die Knie damit natürlich recht belastet ist, umso weiter ihr hier in einen Winkel reingeht, in einen spitzen Winkel.
Und das geht tendenziell etwas mehr auf den Quadrizeps, auf den vorderen Teil, wenn ihr einen solchen Knick drin habt. Geht ihr wieder nach oben, dann seht ihr, dann haben wir hier schon einen 90-Grad-Winkel. Und dann geht es tendenziell mehr auf die Gesäßmuskulatur und den Beinbizeps. Und dann kann man natürlich noch recht weit nach oben gehen, dann hat man sogar einen positiven Winkel da drin. Das sind alles Sachen eurer Vorliebe. Natürlich habt ihr die größte Range of Motion drin, wenn ihr etwas weiter nach unten geht. Und dann haben wir natürlich nicht nur die Bewegung von oben nach unten, sondern auch von eng, was tendenziell mehr den äußeren Teil eures Quadrizeps betont, bis hin nach außen und was mehr den inneren Teil bis hin zu euren Adduktoren mit betont. Und jetzt kommt's, dann haben wir noch etwas, und zwar die Pronation, Supination eurer Füße. Ihr könnt sie parallel halten oder ihr könnt sie auch ein wenig nach außen zeigen lassen, die Fußspitzen. Und auch das tendenziell geht dann ein wenig mehr auf die Adduktoren, auf den inneren Teil eurer Beine. Und alles dazwischen, wie ihr euch das jetzt aussucht, ob breit, oben, unten, mit der Pronation oder ohne, ist erstmal eine Vorliebssache. Probiert diese Dinge mal aus, guckt, wie sich die Übung anfühlt, wo ihr quasi den besseren Punkt drin habt und wo ihr den Zielmuskel besser spürt. Und dann natürlich die Dauerevaluation, die immer etwas schwieriger wird beim Bodybuilding. Ihr müsst gucken, was mehr aufbaut. Und das geht nur über Monate. 3 Monate mal auf eine Art machen, 3 Monate auf die andere. Und ihr werdet es herausfinden. Und hier ist nun die Variante, die ihr ebenfalls gut kennt. Und zwar die 45-Grad-Presse. Wo ihr im Prinzip drin liegt und das Gewicht mehr nach oben. In diesem Fall auch vom Gym 80. Und in diesem Fall allerdings nicht mit Steckgewichten, sondern plate-loaded. Weshalb vor allem für die Kräftigeren unter euch das natürlich noch ein bisschen mehr meistens zu beladen ist, mit ein bisschen größeres Gewicht. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Tatsächlich muss ich euch enttäuschen von der Bewegung, was ist besser, was bringt mehr Muskeln, was baut die Beine besser auf, gibt es wieder keine Lösung. Das macht tatsächlich keinen Unterschied. Ein großer Unterschied ist natürlich rein von der Physik her, hier braucht ihr tendenziell etwas weniger Gewicht, um auf die Beine sich auszuwirken. Denn ihr schiebt es nicht nur einfach weg. Das bedeutet, hier ist schon mit der 45-Grad-Belastung sind 50 Kilo, die ihr drauf tut, fast 50 Kilo, aber auch nur fast. Direkte 50 Kilo, ihr ratet es wahrscheinlich schon, wenn ihr eine komplett horizontale Beinpresse habt. Ich hatte einmal das Vergnügen, in Potsdam in Body and Fight, glaube ich, heißt es, eine horizontale Beinpresse zu machen. Und das war kein schlechtes Gefühl. Diese direkte Gewichtseinwirkung hatte etwas. Allerdings sind es auch reine Vorlieben. Kann auch sein, dass wenn ich öfters daran trainiere und nicht nur ein einziges Mal, wo vielleicht das einfach toll war, weil man es noch nie hatte, es dann nicht mehr so gut ist. Deswegen, das ist jetzt quasi die enttäuschende Nachricht vielleicht dahinter. Hier gibt es kein besser oder schlechter. Es sind alles Varianten und ihr müsst euch damit wohlfühlen in erster Linie. Die wahren Varianten kommen rein, indem ihr die Verhältnisse eurer Füße und eurer Beinstellung quasi abändert. Aber das ist nicht gemacht mit den Winkeln. Und es hat natürlich eine Effizienz, wenn ihr möglichst direkt, also auch wieder hier horizontal, 1 Kilo drauf tut und hat 1 Kilo, das ihr damit hebt. Und nicht irgendwie nur 250 Gramm davon. Denn ihr müsst natürlich wahnsinnig viel Gewicht und könnt wirklich fast eine halbe Tonne bis eine Tonne bewegen, wenn ihr es einfach nur wegschieben müsst. Tatsächlich, wie viel Gewicht drückt ihr da hoch? Vielleicht sogar nicht einmal ganze 150 Kilo. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, aber letzten Endes interessiert es uns auch nicht, denn das Gewicht ist nun einmal da. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem geholfen und weitergebracht. Wer das Ganze gemocht hat, lasst mir gerne ein Like da. Wer mehr Fragen dazu hat und vielleicht sogar mal sehen möchte, wie die Dinger in Action aussehen, da kann man zwar nicht viel falsch machen, aber vielleicht gibt es dann doch eine große Nachfrage. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare und dann mache ich mal mehr ein Beinpresse-Tutorial. Oder man kann sich das Ganze natürlich auch ansehen auf den Beintraining-Videos, die ich hier schon habe. Da mache ich die vielleicht hier und da mal, ich glaube schon. Schaut euch mal auf dem Kanal um, da gibt es noch ein paar Videos, die euch vielleicht interessieren könnten. Ansonsten abonniert den Kanal und ihr verpasst auch nichts mehr und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch sehen wollt. Ansonsten
Wenn ihr Supplemente mögt, schaut bei Protein Arena da vorbei. Da habe ich zwar weniger von, aber 15% könnt ihr euch sparen mit dem Code GOTTI15. Nun ja, das war's von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.